Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Foundation. Diesmal habe ich mich für die Steinbrücke entschieden und ja, was man da sieht, ist vielleicht ein wenig viel Monokultur oder wie nennt man sowas? Ich weiß gar nicht genau. Da macht vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr Absicht, ein bisschen mehr ja, Unterschied, Sinn, aber andersrum. Ja, soll diese Insel vielleicht auch mal so gestaltet werden? Ich weiß es nicht. Wir haben ja hier noch mehr Bereich, da können wir es vielleicht dann auch noch anders handhaben. Aber für den Moment finde ich das so eigentlich ganz gut. Das wird auch sicherlich ja noch anders wirken, wenn hier die Bereiche ja, fertiggestellt werden, wenn die Häuser dort fertiggestellt sind. Jetzt ist unser hölzerner Bergfried fertig geworden und damit haben wir einen Wert von plus 9,4. Okay. Fehlt uns immer noch ein klein wenig, aber wir kommen der Sache näher. Würde ja bedeuten, wir müssten, wenn wir die ähnlich bauen wie diesen, noch zwei weitere handhaben. Noch zwei weitere bauen, wenn wir das ähnlich handhaben, so wollte ich sagen. Ja, ansonsten, man sieht hier schon, das erste Haus ist hier aufgewertet worden. Wie sieht's hier aus? Was fehlt den Leuten hier? Ja, so ein bisschen Nahrung, habe ich fast das Gefühl, ne? Oder auch Wasser. Haben wir hier bislang erst einen Brunnen? Hier. Das ist natürlich auch ein bisschen dürftig. Vielleicht bauen wir noch mal einen weiteren hier. Ich würde hier gerne einbauen, aber ich weiß noch nicht, wo genau die Häuser dahin kommen. Das lässt sich hier auch nochmal. Nee, doch, da lässt sich sogar recht gut erklären. Erkennen. Wenn wir da noch einen hierher bauen lassen. Das müsste eigentlich passen. Schön, so entsteht hier schon überhaupt irgendwo irgendwas an Wohngebäuden? Nein. Ja. Mal eben schauen, wo ich überall gepinselt habe. Ja, dann haben wir doch recht viel eigentlich. Ich nehme hier mal die Abbaufläche raus. Mal schauen, ob da auch was gebaut wird. Ah, wir haben hier keinen Förster zugewiesen, deswegen wächst das nicht schnell genug. Ich möchte jetzt auch noch keinen zuweisen, weil wenn ich jetzt einen zuweise, dann kommt auch dieser Förster von hier. So, ich habe jetzt den berühmten Gang hochgeschaltet. Machen wir den zentralen hier mal priorisiert, aber es fehlen uns noch Steine. Und Steine werden uns noch so lange immer mal wieder fehlen, wie hier die Brücke noch im Gang ist. Und es fehlen noch 181 Steine. Das wird sich also noch ein Momentchen hinziehen. Gibt's denn Bären? Hier gibt's Bären. Tja, oh. Aber hier gibt's auch eine Sammlerhütte. So, das sind alles samt Soldaten hier, ja, okay. Hm.
komme ich natürlich mit diesem Ding, habe ich das Problem, ich komme nicht einem einzigen Bärengebiet wieder näher, ne? Das Ich müsste eigentlich hier in diese Richtung mal expandieren, obwohl wenn was gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauern, die haben doch eigentlich. Reichlich, man kann hier noch was dazu machen, das ist jetzt nicht das Problem, aber was wollte ich sagen? Achso, Bären, ja genau. Wobei auch alternativ könnten wir das machen, womit wir gerade schon mal angefangen sind. Oder was ich angedeutet habe. Hölzernen Bergfried, wir bauen noch zwei. Andere. So habe ich jetzt die passende Höhe. Na, das war schon wieder 1:4. Das schaut, glaube ich, besser aus. Ja. Dann haben wir das schon mal relativ ähnlich gebaut. Ich glaube, Tür B war es, genau. Tür B, hinter dem sich der Zong versteckt. Und ansonsten Holz, ne, Zierfahne oder Trainingspuppe oder so haben wir gar nicht gebaut. Das gibt plus 4,4, genau. Da machen wir dann noch einen weiteren. Ja, werden wir auch wieder das Volk, ja, Brot. Kriegen wir recht simpel, aber die Zufriedenheit geht runter. Es fehlt an Nahrung. Aber hier entsteht ein Haus. So, da haben wir zwei Bewohner, die beide noch keinen Job haben. Es ist 420 und 933. Wenn ich jetzt euch beide mal hier einteile. 420, 933. Ich muss eben warten, bis die beiden entlassen sind. Dann stellen wir die dort ein. Und ich hoffe sehr, es gibt Verbesserungen. Aber wir können ausliefern. Und 933. Ich habe es nicht vergessen. Schieb mir das mal ein wenig an die Seite. Dann machen wir hier noch mal eben was, nämlich dieses Element würde ich gerne entfernen, dass man auch von hier aus hier reinkommt, um da zu bauen. So, das war Nummer 1. Kann ich nicht auswählen, ist wahrscheinlich noch zu weit weg. Ja, 420 konnten wir jetzt schon mal einstellen und dann
Ne, 640 will ich ja nicht. Ich will ja 933 noch dazu. So, vielleicht noch mal eben warten. So. Gut, 640. Wo wohnst du denn? Ja, ne, das passt halt nicht. Gut, machen wir gleich nochmal. Wir warten einfach nochmal ein bisschen. Was hier rüber machen geht gar nicht. Okay. Können wir denn 933 hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hat dann 933 vielleicht schon einen anderen Job? Auch möglich. Das mit den Leuten zu teilen und so, das ist noch, entweder bin ich zu blöd, ich mach's falsch, oder es ist einfach noch schlecht umgesetzt. Um 50 Leute hungern. Ach. Ja, ne? Stellen wir nochmal das Bevorraten aus, dann wird es auch wieder besser. Gut, Mehl ist immer noch in der Überproduktion. Nicht Mehl, Weizen ist in der Überproduktion. Mehl stockt nach wie vor. Irgendwie, ich drücke schon alle möglichen Tasten. Es gibt scheinbar keine Option, das zu beschleunigen. Was passiert denn, wenn wir dich zum Müller machen? Ich arbeite. Ah, das wäre ja jetzt der Hammer, wenn jetzt 903. Ah, so kann man es also auch machen. Okay. Dann suchen die sich. Das ist ja noch viel besser eigentlich. Dann suchen die sich wahrscheinlich die nächstmögliche Arbeitsstelle in dem Bereich. Für Leute, was habt ihr denn für einen Beruf? Gar keinen, oder? Dann machen wir euch doch mal zum Sammler und nochmal Sammler. Und hier haben wir noch jemanden, auch Sammler. Und ich würde dann jetzt mal hoffen, dass ihr drei, zumindest zwei, haben sich hier eine Stelle gesucht. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig nah, aber ist auch nicht mega weit weg. Was ich damit leben könnte.
sehr weite Ländereien. Ich würde aber ganz gerne hier mal außen dann auch noch einen hölzernen Bergfried bauen. Der ist ja recht schnell geplant. Den mache ich einheitlich wie gehabt. So. Holzplatte A oben drauf. Tür B ran. So. Und wenn die dann alle dafür fertig sind, dann müssten wir auch die nächste Stufe freischalten können. Dann gibt es auch eine Jagdhütte. Dann haben wir, glaube ich, noch wieder ein paar weitere Wege, um an Nahrung zu kommen. Zumindest hoffe ich das. Hier ist schon richtig Action jetzt, ne? Das kann man schon mal so sagen. Wenn hier nichts passiert, aber das... Ja. Wenn ihr wenigstens ein Haus noch bauen würde, dann könnte ich hier schon mal ein, zwei Leute einteilen. Ich werde einfach schon mal die Waren aus. Vielleicht hilft das ja. Oh, ein Gesandter. Bittet um eine Audienz. Wo ist er? Dort. Steht wieder im Springbrunnen. Ich werde meine Truppen sofort entsenden. Natürlich. So, oh, hier gleich Oswald. Victor. John. 1194 und 1409. Auf geht's. Ein Wohnhaus wurde ausgebaut, just als es mitten im Bild war. Oh, der ist schon ziemlich... Fertig, Material ist da. Muss nur noch jemand zum Bauen kommen. Hier sind wir auch. Na gut, 87 Steine fehlen noch. Das ist... Oh. Immer noch ein klein wenig. Ja, jetzt sind die drei aktiv. Ich hoffe mal sehr stark, dass das hilft. Sammlerhütte dazu. Und dann stellen wir hier noch drei Sammler ein. Also hier können ja kaum noch Wohngebäude dazukommen. Wenn da was passiert, müsste das ja eigentlich hier sein. Da sehe ich aktuell gerade wenig bis nix. So, hier. Können wir doch jetzt mal ein bisschen
Bootslinie auflockern. Ne, können wir nicht. Weil wir hier nicht abtrennen können. Aber wir können einfach das dazu nehmen, dann können wir es nämlich doch. Geld haben wir eh immer mehr als genügend. Wir haben so viele Fische, die wir nicht verkaufen können. Und dann können wir hier das rausnehmen. Dann sind zwar unsere Fischer immer noch ein bisschen mehr unterwegs und kriegen vielleicht auch weniger Fische dazu. Weil die jetzt einfach auch hier einen weiteren Weg rausfahren können. Können wir auch mal gerade beobachten. Der hölzerne Bergfried ist fertig. Ein Träumchen. Ja, wenn jetzt dann zu viel Fisch fehlt, dann können wir es immer noch wieder rückgängig machen. Schnell. So, du bist Sammler. Sammler. Und da haben wir schon einen Sammler, dann hier nochmal. So, jetzt haben wir 13,8. Dann noch diesen hier fertig werden lassen. Materialien sind auch schon da, dann ist er auch gleich fertig. So, hier wird jetzt erweitert. Das heißt, da haben wir zwei weitere Einwohner. Und wenn wir die beiden als Marktarbeiter einteilen, wollen wir doch mal hoffen. Fische können wir direkt erledigen. Da nehmen wir auch wieder das Volk direkt abliefern. So, hier. Naja, haben wir dann auch die ersten beiden schon. Was jetzt auffällt, Weizen sinkt, Mehl ist unverändert und Brot steigt auch nicht an. Auftrag abgeschlossen, ein freier Landstrich, plus 10 beim König, 1000 Gold, die wahrscheinlich ins Nirgendwo gegangen sind und 20 Wein. Ich würde sagen, wir können dann an dieser Stelle wieder ein Ende machen für das Video, für diese Folge. Beim nächsten Mal können wir dann hoffentlich die Jagdhütte freischalten und bauen und bin mal gespannt, was die dann so mit sich bringt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da oder auch ein Like oder was auch immer. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist natürlich auch immer gerne gesehen. Ja, ansonsten würde ich mich auch einfach freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis bald.